Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, in der letzten Folge haben wir hier irgendwo Gandalfs Werkstatt gefunden, was irgendwie lustig klingt. Jedenfalls hat er es hier geschrieben, irgendwo in einem seiner Zettel. Genau hier. Archmage Mithrandir Stormcrow. Das ist Gandalf, ja. Und ich glaube, das war... Ah ja, hier genau war's. Und wir haben halt zwei Zettel bekommen. Und hier höre ich immer noch was krabbeln. Oh, und das Licht geht aus. Okay. Genau, hier haben wir den Schlüssel benutzt und sind hier reingekommen. Jetzt mal zu den Zetteln. Welcher zuerst? Wahrscheinlich der hier. Wenn du so weit gekommen bist, Wanderer, musst du wirklich jemand Mächtiges sein. Ich, Mithrandir, habe diesen alten Altar des Lichts entdeckt. Tage nachdem ich von Amadathia weggebracht wurde und hier eingekerkert wurde mit den anderen. Soweit ich es beurteilen kann, verbirgt eine antike, seltsame Magie diesen Ort von den Watchers. Ansonsten hätten sie ihn schon längst auseinandergenommen und zerstört. Nun wichtig. Der Altar kann dich zum Shadowlight Divide bringen, wenn du den Dark Vortex Spell vor ihm sprichst. Soweit ich sehen kann, haben die Watcher dort etwas getan, um die Balance von Licht und Schatten zu verändern. Ich frage mich, ob du die Balance in dieser Dimension wiederherstellen kannst. Es sollte weitere Altare des Lichts auf den Leveln dieses Labyrinths geben. Sie sollten zu verschiedenen Orten auf Shadowlight Divide führen. Also neues zusätzliches Secret Level. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir Dark Vortex? Darkness, Bless, Light, Light Missile, Enchant, Dark Arrow? Blood Curse, Dark Burst, Necrochemie? Smite Undead, Dark Missile, Cleansing Light. Ist garantiert wieder hier ein Lifesteal. Nein, Lifesteal hätte ich. Also Dark Vortex kann ich schon mal nicht, außer es ist ein Stuff Defense Spell. Stuff Spirit Ward, Stuff Healing. Prismic Prison, Detect Secrets, Prismic Assault, Resist Magic. Recharge Item. Und Scroll of Silence. Also nein, ich habe den Dark Vortex Zauber habe ich noch nicht. Gut, das war der eine Text. Der andere. Zusätzlich hat der Altar hier die Möglichkeit, Runenwands zu erschaffen. Also Runenstäbe oder halt Runenzauber. Ich weiß von zwei dieser Rune Wards. Der Stein der Weisen, also Philosopher's Stone ist eigentlich Stein der Weisen, richtig deutsch übersetzt, kann erschaffen werden, indem Fleisch und Knochen in den sechs Nischen, also Alcoves in diese Nischen hier, platziert werden. Ich weiß außerdem, dass das einfache Platzieren eines großen
Der Überrest eines großen Wizards, also eines großen Zauberers oder eines Battle Mages, auf dem Altar in der Erschaffung des Orb of Divinity fungiert. Ich hoffe, diese Runenzauber werden dir gut dienen. Ich habe außerdem ein paar Schriftrollen und Equipment in einem geheimen Bereich hier versteckt. Aber du brauchst 6 Edelsteine für die Dämonenköpfe, um es zu finden. Der nördliche Dämonenkopf braucht die Farben des Himmels. Wolkig und in der Nacht. Der südliche Dämon braucht Farben aus antiker Architektur. In der Ähnlichkeit ihrer dekorativen Flure oder halt Hallen oder Flooring, halt Bodenplatten. Du musst Zugriff zu diesem geheimen Raum erlangen, weil dort ist der Schlüssel zur großen Treppe. Du wirst diese Gems nachher wieder kriegen. Die große Treppe ist der einzige Weg nach draußen nun. Ich fürchte, dass du sie unabdingbar treffen wirst. Im Kampf treffen. Und dafür tut es mir wirklich leid. Ich wünschte, ich könnte da sein, um dir im Kampf zu helfen. Aber alles hängt nun von dir ab, Wanderer. Möge das Licht deinen Weg erleuchten und möge Torum über dich wachen. Erzmagier Mephandius Stormcrow. Sechs Edelsteine? Wolkig und bei Nacht. Das wäre dieser Stein hier. Ist das überhaupt der nördliche? Das ist nämlich der südliche, gell? Und der andere? The North Demon should show the colors of the sky, cloudy and at night. Das ist es schon mal nicht. Nö. Weil das wäre die Farbe des Himmels. Das wäre sie bewölkt und das wäre sie bei Nacht. Oh, cool. Und hier 3 grüne. Okay. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe es einfach getan.
So. Ring of the Spell Dancer. Level 20. Battle Mage Plate. Book of Infinite Wisdom. Gnome Stone. Key of the Grand Staircase. Das brauche ich auf jeden Fall. Der geht mal zu dir, weil ich nicht weiß, was der macht. Das Buch. Dafür bräuchte ich mehr Stuff Defense. Huh? Dann geht das mal weg da. Und das kann nur von Level 20 Mages getragen werden. Was, wo? Okay, ich muss auf jeden Fall noch ein Level abwarten. So, das war die eine Truhe. Journal. Hm, Journal. Das ist was für dich. Potion of Restoration. Gaia Bell, Slime Bell, Tarbeat, Bloodrop Blossom. Das sehen wir auf jeden Fall mal auf. So, das noch da rein. Also so ein Ding. Tarbeat, Bloodrop Blossom, Milkweed. Hä? Okay, da könnte ich Potion of Restoration draus machen. Gut. Da ist ja der Dark Vortex Spell. Braucht 46 in Spellcraft. Wie viel Spellcraft? Also nächstes Level ab. Gut. Du bist ein Savior Spell. Merken wir uns mal. Tapping an individual skill in Ice Mage and Spellcraft. Testing the heaviness of the receive. Heal, boost and regenerate the party's health. Klingt jetzt nicht so berauschend. Prismic Prison haben wir bereits, soweit ich weiß. Das ist ein Prismic. Achso, du bist Stuff Defense. Ja, Prismic Prison haben wir bereits. Ice Magic. Ice Magic Torrent Spell kann noch nicht gelernt werden, weil wir noch 10 Ice Magic brauchen, okay. Stuff Defense 42. Battle Guardian. Spell haben wir da zwar schon, aber okay. Create Food haben wir auch schon. Du bist ein Thriving Spell. Ja, Create Food. Und ja, das Journal, was wir nicht brauchen. Hm. Tja. Tja, tja. Damit haben wir Gandalfs Ding geräumt. Hier waren wir eigentlich auch schon fertig einigermaßen.
Hier mache ich mal einen Quick Save, weil ich nicht weiß, ob nicht. Irgendwas auf und zu geht.